Habt ihr eigentlich die neue Lehrerin gesehen? Ich glaube, sie kommt aus Österreich. Jedenfalls klingt ihr Dialekt so. Ah, Paul. Erstens, sie ist eine Schweizerin und keine Österreicherin. Und zweitens, kennst du überhaupt den Unterschied zwischen einem Dialekt und einem Akzent? Nö. Denn sie hat nur einen schweizerischen Akzent, denn sie spricht immer noch ein perfektes Hochdeutsch. Akzent, Dialekt ist doch dasselbe. Jedenfalls überlege ich schon, wie ich sie pranken kann. So als Art Willkommensbegrüßung. Oh, die sollen sich mal beeilen mit dieser Notenvergabe. Ich will nach Hause. Heute kommt die neue Kollektion von meiner Lieblingsmarke in den Online-Shop. Juckt doch niemanden, Lisa. Warum bin ich heute überhaupt hergekommen? Ich hätte jetzt auch einfach noch in meinem Bett liegen können. Ob sie hier ist oder zu Hause bleibt, ihre Auffassungsgabe, die ist sowieso nur eine Sekunde lang. Der war gut. Mhm. Und mein Aggressionspotenzial steigt, umso länger ich dich reden höre. Guck mal, wie sieht der Lippenstift aus? Furchtbar. Hast du es schon mal mit schwarzem Lippenstift versucht? Nein. Das sieht aus wie ein Kaugummi. Jetzt lass das doch, sonst gehe ich zur Schulleiterin. Geh doch. Ashley, jetzt komm, jetzt lass das mal. Norman ist mein Freund, nur ich darf so mit ihm umgehen. Übrigens, was glaubt ihr eigentlich? Was für Noten kriegt ihr so? Ich heiße übrigens Justus. Und ich glaube, bei den Noten bekomme ich eine... Boah, halt doch jetzt mal den Rand, Justus. Du kriegst eh überall eine Eins. Was machst du hier überhaupt? Ich mache ein neues Foto für meinen Instagram-Channel. Oh. Naja, mach du deine Fotos für Instagram. Damit ich nicht so ende, hoffe ich einfach, dass ich weiterkomme. Oh ja, die sollen echt mal weiterkommen mit dieser Notenvergabe. Ich habe keine Zeit. Ich will mir heute noch Locken machen. Pass du mal lieber auf, dass du einen Lockenwickler nicht zu heiß hinstellst. Ey, Paul, machst du dir eigentlich Sorgen? Du bist doch jetzt schon zum zweiten oder zum dritten oder zum vierten Mal sitzen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr. Sorgen mache ich? Ich bin der Spitzensportler hier auf der Schule. Du, habt ihr neulich gesehen, als ich zum Volley angesetzt habe? Aus 40 Metern. Der Torwart hat damit niemals gerechnet. Gerechnet? Du hast was gerechnet? Du sag mal, apropos, wie hast du eigentlich die letzte Mathearbeit so geschafft ohne Taschenrechner? Hm? Ach, das wird schon. Herr Fröhlich, der bringt jeden durchs Schuljahr. Ich muss mir einfach nur eine traurige Geschichte überlegen und dann bringt er mich wie jedes Jahr ganz entspannt durchs Schuljahr. Naja, Paul, also wir stehen kurz vor dem Schuljahresende und ob das wirklich so klappt, wie du dir das vorstellst, ich glaube nicht. Ach komm! Hey! Ende? Ist die Stunde endlich zu Ende? Können wir nach Hause? Ich will mir die Locken machen und gleich kommt diese Kollektion da online. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Machst du dir gar keine Sorgen? Weil bei dir ist ja auch nichts anderes als Knete und teure Designerklamotten im Kopf. Ey, hör mal auf! Also, du solltest dir vielleicht mal Gedanken um deine Klamotten machen. Also, die Boots, die du da anhast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Also, ich muss schon sagen, Lisa, ne? Der Spruch, der war ja mal gut. Ach man, jetzt lass das doch! Übrigens, ich hatte das schon fast vergessen. Neue Lehrerin, wie pranken wir sie? Mülleimer über der Tür oder denken wir uns lustige Namen aus? Paul, wenn du das tust, dann kannst du dafür ins Gefängnis kommen. Das ist Körperverletzung. Und außerdem fühle ich mich dazu verpflichtet, das zu melden, wenn du das tust. Ja, okay. Dann ein anderer Prank. Wie wäre es damit, wenn ich Reißnadel und auf ihrem Stuhl legen würde? Ey, Paul, ganz ehrlich, ich stimme diesem Justus auch echt nur sehr ungern zu. Aber wenn du so einen blöden Prank machst, dann fliegst du definitiv von der Schule. Dann bringt's auch nichts mehr, wenn du vorher fröhlich ein bisschen rumjammerst und heulst, wie schlimm dein Leben ist. Ja, okay. Dann denken wir uns halt falsche Namen aus. Ich nenne mich Franz Beckenbauer. Also, mal davon abgesehen, dass dieser Streich ziemlich undurchdacht ist, weil alle unsere Namen im Klassenbuch stehen, ist Franz Beckenbauer eine deutsche Fußball-Koryphäe. Ja, dann nenne ich mich Gerd Müller. Die einzige Koryphäe, die ich kenne, ist Kylie Jenner. Ich finde ihre neue Kollektion so fancy. Wer ist eigentlich eure Lieblingsschwester von den Kardashians? Lisa, ich bitte dich, denkst du wirklich, wir kennen uns mit den Kardashians? Chloe Kardashian, auf jeden Fall. Woher kennst du dich denn bitte mit den Kardashians aus? Ich dachte, die einzigen Personen, die du kennst, sind Einstein und Bertolt Brecht. Warum kennt Justus denn die Kardashians? Vielleicht sollte ich das nicht mehr weitergucken, sonst werde ich nachher noch zu Justus und er hat einen echt schlechten Style. Ja toll, jetzt unterhalten die sich echt über die Kardashians. Ja, Mann, die sind total toll. Auf jeden Fall.
Du, überleg du dir du mal... Du hast keine Ahnung. Überlegt ihr euch mal was anderes. Diesen komischen, falschen Namen-Prank kannst du dir echt sparen. Ja, gut, okay. Lisa, was machst du denn jetzt da? Wieso tanzt du jetzt im Klassenzimmer so komisch rum? Oh, ein TikTok natürlich. Justus, kannst du vielleicht mal das Licht für mich halten? Ich muss perfekt ausgeleuchtet sein. Ich will meine Follower auf den neuesten Stand bringen. Das Licht rettet dich auch nicht mehr. TikTok? Du willst doch jetzt nicht irgendein Star werden. Das glaubst du doch selber nicht. Kann eigentlich so ein Muskelpaket wie ich auch TikTok-Videos machen und werde ich dann auch so berühmt? Paul, ich glaube wirklich, jeder Mensch auf dieser Welt kann einen TikTok hochladen. Außer dir. Ich glaube, du kriegst nicht mal das Handy entsperrt, geschweige denn die App runtergeladen. Idiot. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ja, Paul, du kannst das. Also da gibt's wirklich viele Bodybuilder und die haben sehr, sehr viele Follower. Also versuch's doch einfach mal. Gute Idee. Ich mach das. Ich werde der erste Bodybuilder auf TikTok. Okay, nicht der erste, aber ich werde der erste berühmte Bodybuilder auf TikTok. Ich mache einfach 300 Liegestütze. Und ich filme mich dabei. So einfach geht das nicht. Also, du musst erstens mit deinem Video trenden. Erst dann bekommst du die Reichweite. Ach Mann, komm Justus, hör auf zu reden. Weißt du was? Du bist bei meinem ersten Video dabei. Dich benutze ich nämlich als Hantelstange. Schnapp dir das Handy. Ich werde jetzt ein paar Übungen machen. Du musst das filmen, okay? Okay. Bereit? Ja, okay. So führt man die Übung richtig aus. Schaut mal Leute, 250 Kilogramm, das kann nur ich, das kann nur Paul, der Spitzensportler. Oh, mit solchen Leuten gehe ich in die Schule, ne? Ihr seid alle so unreif, das gibt's überhaupt nicht. Liebe Schüler, die Notenkonferenz ist nun beendet. Wir mussten die Konferenz aufgrund von Schwierigkeiten vertagen. Wir bitten um euer Verständnis. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen und wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Ade! Oh, endlich aus. Dann kann ich jetzt ja zu meinem Friseurtermin gehen. Oh, mein Nagellack ist noch nass. Oh. Und dafür bin ich in die Schule gekommen. Ich gehe mich wieder hinlegen. Ich habe nichts verstanden, aber ich glaube, wir können gehen. Nein. Das ist ein Schweizer Akzent. Ich hab's gewusst. Ey, was soll das denn jetzt? Lass das doch mal. Jetzt geh von meinem Platz weg. Ich will meine Hausaufgaben zeigen. Mann, Justus, ich will ja nicht so enden wie du. Man muss ja fit bleiben, ne? Was soll das denn heißen? Ich mach doch 20. Runter von dir. Ach, Justus, runter komm. Mit dir. Halt den Mund. Nein, Justus. Meine Hausaufgaben, die werden ganz dreckig von einem Schweiß. Justus, jetzt lass mich doch einfach meine Liegestütze machen. Nur noch eine Einheit. Na gut. Dein Gewicht, es ist höher als dein IQ. Um so wie ich zu werden, müsstest du eher ein bisschen Muskelmasse im Gehirn zulegen. Jetzt bin ich fit. Boah, Justus, jetzt nerv doch mal nicht. Ich bin doch schon auf Massephase. Mann. Du, Ashley, sag mal, wo ist eigentlich Lisa? Dass du das überhaupt noch fragen musst. Sie ist doch ständig zu spät. Die sucht vielleicht noch das passende Oberteil zu ihren Ohrringen raus oder so. Keine Ahnung. Ich hab die Idee. Wer zu spät kommt, der malt zuerst. Oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich hab eine gute Idee. Nein. Du meinst natürlich, wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Und eigentlich heißt es übrigens, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber was meinst du denn jetzt überhaupt? Was? Ach du, mach dir keine Gedanken. Ich putze nur die Tafel. Ich mache nur gerade den Schwamm nass. Hallo, guten Morgen, liebe Schüler. Oh, Paul, du wischst ja schon die Tafel, dass ich sowas mal erlebe. Gut. Frau Müller, ich meine, ich putze die Tafel. Sie müssen ja Ihre Formeln hier drauf schreiben. Welche Formeln? Sie unterrichtet doch kein Mathe. Was machst du da? Psst. Sag das bloß niemandem, Ashley. Hey, du bist so ein Kind, ne? Paul, danke schön, aber du kannst dich jetzt auch mal wieder auf deinen Platz setzen. So ein kindisches Verhalten, echt, ey. Aber gut, sie kommt andauernd zu spät, also vielleicht braucht sie auch einfach mal eine Abreibung. Ja, das wird lustig. Ja. Warum lachst du denn so komisch? Ach, komm Justus, mach mal den Kopf zu. Hey Leute, ich bin ein bisschen zu spät. Und das liegt daran, ich habe eine neue Jacke. Ich hatte euch ja erzählt, die neue Online-Kollektion kam raus. Und ich musste noch warten, bis der Postbote da war. Passt die nicht toll zu meinen Haaren? Also Lisa, ich finde, du kommst ziemlich häufig zu spät. Das wird im Klassenbuch notiert und beim Elternsprechtag, da rede ich auch mit deinen Eltern darüber. Dann packen sie mich eben ins Klassenbuch. Wollen sie auch noch ein Autogramm von mir haben? Hey, morgen Ashley. Hi, morgen.
Na, du komm. Ah, was ist das denn? Oh, meine Hose! Die war teuer! Ashley, warum tust du mir das an? Meine komplette Hose ist nass. Warum legst du diesen nassen Schwamm auf meinen Stuhl? Ich weiß nicht, aber ich wünschte, ich wär's gewesen. Also Lisa, ich würde vorschlagen, du kommst beim nächsten Mal einfach ein bisschen eher, zum Beispiel pünktlich, dann passiert dir sowas auch nicht. So ein Quatsch! So ein Quatsch? Du siehst schon wieder aus wie ein Kaugummi und dafür hast du eine halbe Stunde zu lange gebraucht. Also echt jetzt. Du bist so unverschämt! Wie kann man nur so gemein sein? Frau Müller, haben Sie das mitbekommen? Es hat jemand einen Schwamm auf meinen Stuhl gelegt und meine Designerhose ist jetzt nass. Oh! Oh, Ashley, sei nicht so! Aber natürlich habe ich das mitbekommen. Das hat, glaube ich, selbst die Parallelklasse mitbekommen bei deinem lauten Organ. Ashley, ich finde, du solltest sofort vor die Tür gehen und hast einen Klassenbucheintrag und einen Schulverweis. Lisa, du hast jetzt erstmal ein bisschen Luft. Du klingst ja wie so ein Heliumballon. Mann, Frau Müller, ich war das nicht. Ich habe die ganze Zeit nur hier gesessen. Ich kann auch nichts dafür, dass ich zufällig neben Lisa sitze. Also ich war das sicherlich nicht. Wenn du es nicht warst, wer war es denn dann sonst? Kylie Jenner oder was? Auf jeden Fall! Die hängt hier bei uns in der Klasse rum und legt dir einen Schwamm auf den Stuhl. Du bist doch... Ah, die wirklich hier? Du bist ein bisschen hängen geblieben. Cool. Ja, wenn es Kylie Jenner gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich nicht böse, ne? Nein, wäre ich nicht. Aber das tut überhaupt nicht zur Sache. Es war nicht Kylie Jenner. Das warst du und das ist so gemein. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Freunde? Also Freunde sind wir definitiv nicht, wir sind zufällig Sitznachbarn. Und Frau Müller, bevor Sie mich hier beschuldigen, geben Sie mir bitte erstmal Beweise dafür, dass ich das gewesen sein soll. Also was denkst du eigentlich, wo wir sind? Hier bei der Kriminalpolizei? Ich soll dir Beweise nennen? Ab zur Schulleiterin! Frau Müller, die Kriminalpolizei ist dafür gar nicht zuständig. Ein Augenblick. Moment mal. Also, Paul hat heute Morgen dieses Zitat ganz komisch gesagt. Und dann ist er an die Tafel gegangen, weil er die Tafel wischen wollte. Und das macht er sonst nie. Und plötzlich ist hier eine Hose nass. Ich weiß, wer es war! Justus, du kannst mir nicht einfach so leicht verraten. Doch, natürlich. Nur wegen deinem Streich. Also, du warst das doch. Und nur wegen deinem Streich wurde jetzt Ashley dafür beschuldigt. Das darf nicht sein. Ja. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Aber Moment mal. Ashley wirft immer zerknülltes Papier auf dich. Ja, stimmt. Wie ist immer gemein zu dir? Stimmt. Aber das machst du doch auch. Nein, das mache ich nicht. Ich werfe kein zerknülltes Papier auf dich. Aber ich bin gemein zu dir. Aber Justus, wir sind beide Freunde. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist ein Ausdruck meiner Freundschaft. Finde ich aber komisch, wie du mir deine Freundschaft zeigst. Lisa, willst du vielleicht nur ein bisschen aufpassen? Justus sagt dir gleich, wer es gewesen ist. Ja, das will ich jetzt auch mal wissen. Ja, Justus, was wolltest du gerade sagen? Du weißt, wer es war? Aha. Ja. Justus, vergiss nicht. Wir beide sind Freunde. Ich weiß, wer es war. Ashley war's. Ja, Ashley. Aber Justus, was bist du denn für ein hinterhältiger Typ? Ich war das wirklich nicht, Lisa. Also was ist doch, Mann. Ich bin total enttäuscht von dir. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Mhm, ich bin auch total enttäuscht, aber nicht von dir. Hinterhältiger Typ, ey. Lügner. War es jetzt oder nicht? Ich war es nicht. Mann, meine Hose ist nass. Ja, Ashley, du bist aber immer so gemein zu mir. Und du verdienst die Strafe auch. Boah, ey, du Sensibelchen. Ich bin zu jedem hier gemein, berechtigterweise. Und nicht nur zu dir. Und jetzt sag Frau Müller die Wahrheit und sag ihr, dass es Paul war. Weil ich will diese blöde Strafe nicht bekommen. Es ist nämlich nicht nur eine Strafe, sondern Verweismann. Hast du das gehört? Ja, gut, okay. Frau Müller, es war nicht Ashley. Justus. Justus? Du bist so ein vorbildlicher Musterschüler und bist noch nie negativ aufgefallen. Ich möchte jetzt die Wahrheit erfahren. War es Ashley? Es war Paul. Es war Paul. Und ich kann das auch begründen. Also, Paul ist heute zur Tafel gegangen und hat den nassen Schwamm benutzt. Und Ashley ist heute nicht einmal zur Tafel gegangen. Deswegen muss es Paul gewesen sein. Ganz ehrlich, ne? Was du mir angezahnt hast, das hat ein Mensch noch nie mehr angezahnt. Wir sind keine Freunde mehr. Also ich werde dich nie wieder angucken. Aha, Paul, ab zur Schulleiterin. Sofort raus hier. Und Lisa, du kannst deine Mutter ruhig anrufen und Bescheid sagen, dass du eine neue Hose brauchst. Und Paul wird für die Kosten aufkommen. Du hinterhältiger Verräter. Du wirst sehen, was du davon hast. Alles gut, ich habe schon meiner Mutter bei WhatsApp geschrieben. Ja, toll. Und wer entschuldigt sich jetzt bei mir? Deshalb hasse ich Menschen.
Irgendwie ist es komisch, hier so alleine zu sein. Aber jetzt habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben ganz viel Platz. Und deswegen kann ich mich jetzt hier richtig ausbreiten. Also, meine Mappe, mein Hirn, mein College-Block hier, mein Ordner, ein ganzes Ordnersystem. Die Mappe von Paul, die kann weg, der kann eh nichts. Und hier so, und hier habe ich neue Zettel, die ordne ich jetzt noch. Es kann losgehen. Moment, nein, hier fehlt was. Meine Stifte. So, meine Stifte Nummer 1, meine Stifte Nummer 2. Und ich fange an mit diesen beiden. Es kann losgehen. Guten Morgen, liebe Schüler. Hattet ihr einen schönen Tag? Guten Morgen, Herr Fröhlich. Also mir geht's hervorragend. Ich habe mich jetzt hier richtig eingerichtet und der Unterricht heute bei Frau Hickli, der war auch sehr, 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 sehr schön und ich habe sogar eine 1 im Vokabeltest bekommen. Ah, Glückwunsch, Justus. Und gut, dass du das ansprichst, Justus. Denn, liebe Schüler, heute kriegt ihr eure Klassenarbeiten zurück von Paul. Wo ist denn Paul? Haben Sie das schon vergessen? Also, der hat doch Lisa einen fiesen Prank gespielt und deswegen hat er zu Recht einen Schulverweis bekommen. Ach ja, stimmt. Wir hatten diesbezüglich eine völlig unnötige lange Diskussion im Lehrerzimmer. Aber sag mal, Lisa, wie geht's dir eigentlich dabei? Hat sie etwa auch einen Verweis bekommen? Herr Fröhlich, ich bitte Sie, Sie wissen doch, dass Lisa andauernd zu spät kommt. Ich bin schon total spät, aber nee, ich brauche halt ein bisschen im Bad. Ich sehe dafür auch besser aus als alle anderen zusammen. Ich will nicht wieder einen Klassenbucheintrag bekommen, aber was soll ich denn machen? Ja, wir haben ja bei Herrn Fröhlich Unterricht. Ich muss mir eine gute Ausrede ausdenken. Ah, ich weiß auch schon eine. Morgen! Ach, ja, guten Morgen. Sag mal, Lisa, hast du eigentlich mal auf die Uhr geschaut? Herr Fröhlich, tut mir leid, aber haben Sie das mitbekommen? Der Paul hat mich geprankt und deswegen hatte ich heute Angst und habe extra 5 Minuten gewartet. Ach, Lisa, nein, du verstehst mich falsch. Ich habe dich nur höflich gefragt, ob du auf die Uhr geschaut hast, ohne jegliche Wertung. Und Lisa, setz dich ruhig hin, nimm dir die Zeit, die du brauchst, wirklich, nimm dir die Zeit. Oh, das ging einfach. Boah, ey, Herr Fröhlich glaubt doch echt jede dumme Lüge, das gibt's doch gar nicht. Tja, Ashley, ich bin wohl doch nicht so blöd, wie ich aussehe. Naja, liebe Schüler. Heute kriegt ihr eure Klassenarbeiten zurück und ich muss sagen, die Klassenarbeit ist nicht so gut ausgefallen. Wisst ihr was? Ich schreibe mal den Notenspiegel an die Tafel. Geht das auch schneller, Herr Fröhlich? Ich kann das gar nicht lesen, was Sie da schreiben. Ich auch nicht. Das kann doch gar nicht stimmen! Das liegt doch ganz eindeutig an Ina. So schlecht kann die Klausur ja nicht gewesen sein. Ja, meine lieben Schüler. Das ist der Notenspiegel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es gibt 2 Fünfen! Es gibt 2 Fünfen! Ich hoffe, ich hab die nicht! Ich hoffe, ich hab keine 5! Und auch keine 4 und auch keine 3! Und eine 2 will ich auch nicht! Ich will meine 1! Mann, Justus, ey, selbst der Hausmeister weiß, dass du eine 1 hast. Jetzt entspann dich doch mal ein bisschen und hör auf, hier rumzuheulen. Ein Durchschnitt von 1,0 und dann immer noch so eine Memme. Ich will keine 5. Ich will keine 5. Wieder atmen in die Tüte, entspann dich. In die Tür, Justus! Justus! Mann, Ashley, setz du dich erstmal wieder hin. Justus, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du nach Hause gehen. Oder ich kann dich auch zur Schulkrankenschwester schicken. Moment. Was? Einen Tag heute fehlen zur Krankenschwester? Nein, auf gar keinen Fall. Dann würde ich ja einen Tag fehlen. Und zwar das erste Mal in meiner gesamten Schullaufbahn. Nein. Ich bleibe hier, Sie haben recht, ich reiß mich zusammen und wir stehen das jetzt durch. Ja, ich weiß, die Noten sehen nicht so gut aus und einige von euch müssen wahrscheinlich ein extra Referat halten. Aber meine lieben Schüler, jetzt kommen wir zu den Klausuren. Justus, du hast wieder mal die beste Klausur. Was?
Was? Aber ich habe doch gar nicht dafür gelernt. Ich hab diesmal erst 2 Monate vorher dafür gelernt. Das heißt, ich musste eigentlich eine schlechte Note kriegen. Oh Mann, das war wieder mit Justus ein filmreifer Auftritt. War doch klar, dass er wieder die Eins hat. Ey, Justus, ganz ehrlich, warum ziehst du denn ständig so eine Show ab? Also Ashley, an deinem Sozialverhalten solltest du schon etwas arbeiten. Aber Ashley, passend zu dir, du hast die zweitbeste Klausur in der Klasse. Und Ashley, wenn du dich jetzt noch etwas mehr im Unterricht einbringen würdest, dann wären du und Justus höchstwahrscheinlich die Klassenbesten. Also ganz ehrlich, Herr Fröhlich, mit Justus auf einer Ebene zu sein, ist wirklich keines, aber wirklich keins der Ziele in meinem Leben. Keine Sorge, Ashley. Das wirst du auch niemals schaffen. Denn dafür, damit du mit mir auf einer Stufe bist, müsstest du erstmal alle Harry Potter Bücher lesen. Und zwar auf Englisch. Bekomme ich meine Zettel eigentlich wieder zurück? Siehst du? Du wirst mich 10-mal am Tag ab und triffst aber mich gar nicht mal. Das heißt, du bist offensichtlich nicht so lernfähig. Ach, jetzt kommt, jetzt reißt ihr beiden, reißt euch mal zusammen. Lisa, ich muss dir leider sagen, dass du eine nicht so gute Klausur hast. Hier, Lisa. Was? Eine 5? Das kann nicht sein. Also, da stimmt irgendwas nicht, Herr Fröhlich. Hättest du mal ein bisschen besser abschreiben müssen, Lisa, hä? Ich hab nicht abgeschrieben. Gar nicht. Nee, das stimmt schon. Du und Paul, ihr seid beide leider nicht so gut weggekommen. Aber ihr könnt ja beide ein Referat halten. Was? Ich habe auch noch die gleiche Note wie Paul? Ein Referat halten? Nein. Ich habe eine Idee, wie ich doch weiterkomme. Herr Fröhlich, ich kann kein Referat halten, weil seit dem Vorfall mit Paul mit dem Schwamm möchte ich nicht mehr in der Nähe von einem Schwamm sein. Da habe ich Angst. Sag mal, also bist du eigentlich noch ganz richtig, du kleiner Kaugummi? Wieso? Ich will halt kein Referat halten. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das nimmt er dir doch nie ab. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber da kannst du doch das Referat vom Platz aushalten. Herr Fröhlich, das wollen Sie mir antun. Ich soll hier auf diesem Stuhl, wo Paul mir in den Schwamm draufgelegt hat, auch noch ein Referat halten? Na gut, also in der Schule ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leuchte, aber das hat sie echt drauf. Herr Fröhlich, das können Sie mir nicht antun. Lisa, fang bitte nicht an zu weinen. Weißt du was? Du kriegst eine... Warte. Du kriegst eine 4 und... So, du kriegst eine 4 und damit sollst du doch jetzt ganz gut durch Schuljahr kommen. Herr Fröhlich, aber eine 3 wäre ja wohl mehr als verdient. Denken Sie doch mal an meine mündliche Mitarbeit. Ich mach so gut mit, bitte. Auf jeden Fall, du hast nicht mal eine 4 verdient. Kommen Sie, Herr Fröhlich, das können Sie mir nicht antun. Okay. Du kriegst als Endnote eine 3. Aber bitte, jetzt hör auf zu weinen. Aber hast du eigentlich keine Angst, dass dein Eyeliner verschmiert, oder... Herr Fröhlich, also wenn Lisa eine bessere Note bekommt, dann müssen wir alle eine bessere Note bekommen. Justus, sag mal, du hast doch schon eine 1, es kann nicht besser werden. Ich dachte, du hast ein bisschen was im Köpfchen. Könnten Sie bei mir am Ende des Jahres auf dem Zeugnis vielleicht schreiben, dass ich eine 1 plus habe? Ach Justus, komm, jetzt sei doch mal ein bisschen kollegialer. Und außerdem, mit deinem super Zeugnis wirst du später auf dem Arbeitsmarkt gar keine Schwierigkeiten haben. Na gut, ist okay. Und außerdem, nicht alle Schüler bekommen eine bessere Note, sondern der Paul. Der wird nicht drum herum kommen, der muss ein Referat halten. Ja, wir sollten Paul unbedingt ein Referat halten lassen. Er kann ja so gut reden und da passiert ja auch nie irgendwas Verrücktes, wenn er ein Referat hält. Ich glaube, ich bringe Popcorn mit. Freunde, ratet, wer zurück ist! Es ist Paul! Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Bist du aus dem Zirkus entwichen? Und wie war überhaupt die letzte Woche? Du warst ja nicht in der Schule. Also wenn ich mir das vorstelle, dann wäre das die schlimmste Woche in meinem Leben, wenn ich nicht in der Schule bin. Denn du wurdest ja der Schule verwiesen. Na, wie geht's dir, alter Kumpel? Und mir geht's gut. Warum sehe ich denn aus wie aus dem Zirkus? Ich hab mich halt ein bisschen schön gemacht. Ich meine, ich hatte ja Zeit, ne? Und Justus,
Für dich ist das etwas Schlimmes, wenn du mal zu Hause bleiben musst und einen Klassenbucheintrag bekommst, aber für mich nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Nein. Willst du es wissen? Wahrscheinlich nichts Vernünftiges. Wahrscheinlich hast du nicht eine Sekunde gelernt. Ich habe jeden Tag 500 Liegestütze gemacht. Okay. Warum? Was bringt dir das? Justus, ich gehe bald auf die Sportschule und ich muss fit bleiben. Ja, ja, ja. Und was willst du dann später mal beruflich machen? Du, ich werde einfach das Sportstipendium bekommen. Ich werde Spitzensportler. Wer es glaubt. Aber jetzt doch letzte Woche Elternsprechtag, oder? Ashley, aber sag mal, wie hast du eigentlich den Vierensport bekommen? Muss ich das jetzt echt erzählen? Ja. Ja, mein Vater war halt einfach wieder mega peinlich bei dem Elternsprechtag. Was soll ich sagen? Meine Mutter auch. Deine Mutter auch? Boah, mein Vater hat sich so krass eingeschleimt bei dem Tanner, ey. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das ist eigentlich immer peinlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn die ich mir dich die so angucke. Die hat sogar nachgefärbt wie ich. Echt jetzt? Sieht ja deine Mutter auch aus wie ein Kaugummi? Ja, also die sieht aus wie ein Kaugummi. Ich sehe ja nicht aus wie ein Kaugummi. Naja, gut, okay. Nein, also mein Vater hat sich voll eingeschleimt beim Tanner und irgendwie habe ich dann halt noch die 4 bekommen. Ist mir eh egal. Ich hätte auch kein Problem mit der 5 in Sport gehabt, aber meinem Vater ist das wichtig. Voll peinlich. Aber ich hab gestern gesehen, wie der Herr Tanner mit deinem Vater spazieren gegangen ist. Also vielleicht hast du nur deswegen die 4 bekommen. Das wäre nämlich ziemlich unfair. Jetzt halt aber mal die Luft an, Justus. Du bist doch hier der Schleimbolzen vom Dienst. Also echt mal. Kann ja auch keiner was dafür, dass mit deiner Mama anscheinend niemand reden wollte am Elternsprechtag. Naja, also ich find's auch nicht ganz so lässig tatsächlich, dass mein Vater und der Tanner sich so gut verstehen. Sie laufen ständig zusammen, machen ständig irgendwie Nordic Walking oder so ein Mist und ich soll immer mitkommen. Aber wie peinlich ist das bitte, dass mein Vater das auch nicht checkt, dass ich keinen Bock hab da drauf. Richtig unangenehm, ey. Also halt echt mal die Luft an. Ja, ne? Aber ganz ehrlich, ne? Deshalb kriegst du eine 4 und ich als Spitzensportler, als Bester der Klasse, muss mich jedes Mal aufs Neue bemühen und Spitzenleistungen hervorbringen. Was sagst du, Justus? Das ist doch unfair, oder? Ja, ich finde das auch mega unfair. Als ob du dich bei irgendwas bemühst, Paul. Ey, ganz ehrlich, ich bin zwar nicht gut in den anderen Fächern, aber in Sport bin ich die absolute Spitze. Toll! Und Lisa, zu dir muss ich auch noch was sagen. Ich habe nämlich auch gesehen, wie deine Mutter bei dem Elternsprechtag ein Riesendrama gemacht hat. Ernsthaft? Zu der Frau Müller. Also, das fand ich auch nicht gut. Das aber hat die nicht verdient. Hast du mitbekommen, worüber die gesprochen haben, oder? Nein, leider nicht. Ich stand nur an der Fensterscheibe und hab so geguckt, aber ich hab leider nichts gehört. Aber wahrscheinlich wollte die nur eine bessere Note. Also, Lisa, erzähl mal. Was? Drama? Was soll das denn jetzt? Meine Mutter setzt sich einfach für mich ein. Meine Mutter ist für mich da. Jetzt red nicht so über meine Mutter. Mhm, sie hat bestimmt überhaupt gar kein Drama gemacht. Ja, und? Oh, natürlich hat deine Mutter Drama gemacht. Ja. Genauso wie du auch immer Drama machst. Und was ist daran verkehrt, Drama zu machen? Du hast deine Noten vielleicht verdient und du musst nicht Drama machen und deine Mutter auch nicht? Ja, gut, aber kurze Frage, warum hat denn deine Mama Drama gemacht? Paul, du kannst dir wohl vorstellen, warum ich Drama gemacht habe und meine Mutter auch. Die Sache mit dem Schwamm ist nicht vergessen und du kannst froh sein, dass ich es nur meiner Mutter erzählt habe und nicht auch noch der Polizei. Was? In diesem Schwamm? Das war eine Designerhose und die ist auch immer noch nicht richtig sauber wieder. Ey. Diese Flecken gehen nicht raus. Ey, ganz ehrlich, ich komme hier echt nur noch fürs Entertainment hin. Ihr seid einfach nur ein Film für euch, wirklich. Einfach nur peinlich und kindisch. Nur weil du keine Ahnung von sowas hast? Will ich auch sagen. Ja gut, der Prank ging vielleicht ein bisschen zu weit, aber Lisa, du weißt, ich habe mich dafür entschuldigt, glaube ich. Ich habe mich dafür entschuldigt und wir beide sind ja immer noch Klassenkameraden und wir sind Freunde. Und mit der Polizei ist ein ganz, ganz schwieriges Thema bei mir, denn Justus... Denn dann hätte das fatale Folgen für Paul, denn er hat bereits einen Schulverweis bekommen. Und wenn man dann noch mit der Polizei in Konflikt gerät, dann bedeutet das, dass man erst Sozialstunden machen muss. Und wenn man sich dann nicht beträgt, dann kann es sogar dazu kommen, dass er einen Verweis bekommt und dass er vorbestraft ist. Und wenn man vorbestraft ist, dann nimmt einen kein Arbeitgeber mehr. Dann war es das mit guten Noten. Dann ist das ganze Leben ruiniert. Paul, also bei mir hast du dich nicht entschuldigt. Und das ist mir alles egal. Dann mach doch Sozialstunden und hab eine Vorstrafe. Hauptsache, du entschuldigst dich bei mir und kaufst mir eine neue Designerhose. Oder vielleicht gleich 2. Jetzt chill doch mal ein bisschen. Da musst du doch keine neue Hose kaufen. Hast du schon mal was von Waschmaschine gehört? Was setzt du dich denn jetzt für Paul ein? Ich setz mich nicht für Paul ein. Ich finde nur dieses kindische Gehabe einfach schon wieder vollkommen überzogen.
Und das Leben ist nicht vorbei, wenn man eine Vorstrafe hat, Justus. Was ist mit dir denn schon wieder kaputt? Paul, jetzt denk doch mal nach. Wenn man eine Entschuldigung ausspricht an die Person, der man Schaden zugefügt hat, dann wirkt sich das positiv auf die Strafe aus, die ausgesprochen wird. Aber was mit meinem Ruf? Dein Ruf ist dabei egal, es geht um deine Zukunft. Ja, okay, eine Entschuldigung ist angebracht, aber mein Ruf auf der Schule, was ist, wenn ich mich jetzt entschuldige vor der ganzen Klasse? Und wie soll ich das machen? Tja, du sagst einfach Entschuldigung, so schwer ist das doch nicht. Kann ich nicht einfach einen Brief schreiben und ich mach den anonym, ich schreibe einen Brief und sage Entschuldigung. Nein, aber dann weiß doch keiner, dass die Entschuldigung von dir ist. Oh. Wir müssen wissen, dass du, also Paul, Entschuldigung gesagt hast. Ja, du hast recht, nur so einen Brief schreiben ist, glaube ich, ganz schwierig. Meine Rechtschreibung ist ja nicht so gut. Das kommt noch dazu. Deine Rechtschreibung, die habe ich schon oft genug mit angesehen und das war kein Vergnügen. Okay, weißt du was? Ich gehe mich jetzt entschuldigen. Ach Mann, was willst du denn jetzt herunterkommen? Ja, oh nein. Lisa. Was mache ich hier eigentlich? Es fällt mir sehr, sehr schwer. Oh nein, was passiert hier jetzt? Oh mein Gott. Lisa. Paul? Die Aktion mit dem Schwamm. Mann, jetzt mach das Handy aus. Nein, das film ich. Die Aktion mit dem Schwamm, es tut mir sehr, sehr leid. Und als Wiedergutmachung schenke ich dir meinen Lieblingsball. Paul, warum machst du das jetzt? Willst du nur, dass ich dich nicht anzeige? Nein, natürlich nicht. Ich will nur, dass wir wieder Freunde sind. Wir Freunde? Justus, Gott. Paul, lass es einfach. Lass mich in Ruhe. Ach Mann, ich wollte nicht... Solange du nicht mit einer Designerhose oder einem schönen Designer-Shirt bei mir ankommst, brauchst du es gar nicht machen. Justus, ich hab's doch gesagt. Stark gemacht, Lisa. Das war richtig stark. Hast du es auf Band? Ja, ich hab's auf Band. Geil, ich kann mir gleich auf Instagram hochladen. Justus, Mann, jetzt hab ich mich blamiert. Ah, Paul, du hast das auch nicht richtig gemacht. Und weißt du was? Ashley hat das gefilmt. Ja, das ist doch egal, ob das jemand gefilmt hat, aber du hast dich nicht richtig entschuldigt. Das ist das Problem gewesen. Ich bin auf die Knie gegangen, ich habe ihm meinen Lieblingsball geschenkt und... Ja, dein Lieblingsball, den will doch keiner haben. Zu einer richtigen Entschuldigung gehört dazu, dass man das ehrlich meint und dass man sich Mühe gibt. Und das hast du nicht getan. Warum hast du denn zum Beispiel Lisa nicht was Schönes geschenkt? Ja, ich habe ihr meinen Lieblingsball geschenkt. Soll ich meine Schweißbänder schenken? Nein, ich will deine Schweißbänder nicht. Und sie wahrscheinlich auch nicht. Nein, einer Person muss man was Schönes schenken, damit ja, und die sich... was? Lass mich kurz überlegen. Ich hab da was. Tada! Du kannst ihr Blumen schenken. Blumen, über Blumen freut sich jeder. Justus, warum hast du Blumen dabei? Ich hab immer Blumen und einen Apfel dabei. Einen Apfel, damit man den essen kann und gesund bleibt. Und Blumen, falls ich dem Lehrer mal wieder Blumen schenken möchte. Denn Lehrer freuen sich auch immer über Blumen. Und da kriege ich dann vielleicht noch bessere Noten dafür. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil diese Blumen, die darfst du haben. Und dann... kannst du ihr die schenken. Und so entgehe ich der Anzeige? Ich hoffe mal. Also ich weiß es nicht. Das ist Lisas Entscheidung. Aber ich glaube, die wird sich eher freuen als über deine Schweißbänder. Okay, danke. Lisa? Was willst du denn schon wieder? Lass die Kamera aus. Ashley. Jetzt macht er hier wirklich einen Antrag. Ich raste aus. Lisa, ich hab... Ha, Lisa, wie fühlst du dich? Lisa, ich muss dir eins sagen. Es fällt mir jetzt ziemlich schwer, aber Lisa... Meine Tat, die ich an dir begangen habe, war echt nicht in Ordnung. Und ich möchte mich jetzt richtig entschuldigen. Jetzt geht's los. Ich möchte dir zur Entschuldigung Blumen schenken. Ich hab schon extra... Oh nein! Wie peinlich bist du denn draufgefallen, dir die Blumen... Paul? Ja? Boah, du bist so peinlich! Ich hab die Blumen mitgebracht. Lösch das Video bitte, Ashley. Jetzt hör doch auf zu lachen! Lösch das Video! Nimmst du die Entschuldigung jetzt an? Paul, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich denk drüber nach. Das, guck mich das mal an. Wie sieht das denn aus? Ist das Schaumgummi? Bitte, wie peinlich ist er, bitte schön. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Also ich glaube, sowas Lustiges und Peinliches habe ich in dieser Schule noch nie erlebt, Lisa. Ey, Justus. Siehst du, es hat funktioniert. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum du Blumen dabei hast, aber das ist egal. Justus, du bist ein echter Kumpel. Ich weiß. Aber mein anderes Thema, du, Justus... Deine Mutter ist doch die Einzige, die nicht beim Elternsprechtag war, ja, oder? Ja, habe ich auch gehört. Meinst du, die hatten einfach keinen Bock auf sie? Das war so unausstehlich. Ja, die war doch bei uns auf Klassenfahrt mit, ne? Oh, ich kann nicht mehr, wenn ich daran denke. Ich war so streng. Ich weiß gar nicht, wie du das aushältst, Justus. Wenn das meine Mutter wäre, da ist mir sogar meine Mutter noch lieber. Ja, und das wird schon was heißen. Das soll schon was heißen. ja, sag sowas nicht über meinen Freund. Justus... Nein, das ist gemein. Sowas sagt ihr nicht über meinen Kumpel. Aber Justus, erzähl mal,
Warum wollte kein Lehrer mit deiner Mama reden? Naja, also ursprünglich hatte ich eigentlich auch vor, dass nicht meine Eltern zum Elternsprechtag kommen, sondern ich selber, denn ich finde, jeder ist seines Glückes Schmied und deswegen wollte ich mich selber vertreten bei dem Elternsprechtag. Ich habe mir sogar schon einen ganz feinen Anzug dafür gekauft, denn ich finde auch, Kleider machen Leute und deswegen wollte ich da im ganz edlen Zwirn auftauchen bei dem Elternsprechtag. Aber leider ging das nicht. Die haben gesagt, das muss ein Elternteil sein beim Elternsprechtag, nur weil es Elternsprechtag heißt. Aber ich finde, Justus, der sollte da auch hinkommen dürfen. Dein Vater ist Schmied? Na gut, ist ja egal. Justus, aber sag mal, warum war jetzt deine Mama nicht beim Elternsprechtag? Ja, da war alles so ein bisschen kompliziert. Also meine Mutter hat natürlich viel zu tun wegen ihres Jobs und deswegen hatte die an dem Tag keine Zeit. Und dann musste das einfach wegen mir verschoben werden. Und das hängt nicht damit zusammen, dass keiner vielleicht mit deiner Mutter reden will? Nee, wieso? Will, was willst du damit sagen? Die setzt sich nur für mich ein. Ja, du... Und Justus, für meine Noten geht, macht ihr alles. Nur deswegen ist sie... Nein, deswegen ist sie doch nicht anstrengend. Nee, das nicht. Das war das auch nicht gemeint, Justus. Natürlich nicht. Mhm, ja, wie auch immer. Aber mal noch eine ganz andere Sache. So, Justus, Lisa und ich haben in Sport beide eine 4. Wie kann es sein, dass Justus eine 1 bekommt? Ich meine, du machst doch nie mit, wenn wir irgendwas machen... Dann lässt du einfach immer den Ball fallen oder läufst oder einfach auch eine Ausrede. Ja. Ich habe heute meine Sportsachen vergessen. So steht er immer vor. Es gibt 20 Gründe, weshalb ich nicht teilnehmen kann. Und die sind... Du kriegst einen einzelnen Sport? Deine Brille geht doch ständig auf den ganzen Sport machen. Ja, aber Leute, ihr vergesst eine Sache. Was ich vielleicht nicht im Arm habe, habe ich dafür im Köpfchen. Denn... Ich habe für den lieben Herrn Tanner an meinem Computer ein Sportprogramm entwickelt, wo man den perfekten Ernährungsplan für einen Sportler erstellen kann. Du! Das bedeutet, ja, ganz genau. Ich habe ganz viele Bücher gelesen über Ernährung und habe dann die perfekte Ernährung mit Kohlenhydraten, mit Fett und mit Eiweiß erstellt. Und deswegen habe ich auch die 1 verdient. Sag mal, Lisa, ich habe mir jetzt schon so ein paar Tage Gedanken darüber gemacht. Aber was meinst du eigentlich, wenn ich meinen Namen ändere? Von Ashley zu Ash. Einfach nur noch Ash. Ash? Irgendwie wird es zu dir passen. Oder? Ich finde auch, das klingt so edgy und cool. Und ich glaube, ich nenne mich nur noch Ash. Ey, yo, ihr beiden nennt mich bitte nur noch Ash. Und die alle anderen auch. Ach so, weißt du was? Paul muss doch noch sein Referat halten. Ach ja. Paul, weißt du schon, worüber du dein Referat halten willst? Referat? Justus? Was für ein Referat? Warum musst du ein Referat halten? Oh, Paul, hast du das schon wieder vergessen? Also, es gibt sogar gleich 3 Gründe. Erstens verhältst du dich allgemein nicht gut. Zweitens hast du ziemlich schlechte Noten. Und drittens kommt noch als Sahnehäubchen dazu, dass du letztens das mit dem Schwamm gemacht hast. Das hat wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber warum muss dann Lisa kein Referat halten? Weil sie hat genauso schlechte Noten. Naja, Paul. Dank dir brauche ich kein Referat halten. Ich habe einfach die Sache mit dem Schwamm erzählt und habe einfach ein paar Tränchen verdrückt bei Herrn Fröhlich. Und das hat gewirkt. Unfair! Ist nicht unfair, dass du hier einen blöden Schwamm auf den Stuhl legst. Mach halt nicht so einen kindischen Mist und dann passiert dir sowas auch nicht. Also, worüber hältst du jetzt den Referat? Justus, mein alter Kumpel, worüber halten wir unser Referat? Wieso ich auch Referat? Hä? Wir sind Freunde. Hä? Ja, aber du musst das Referat machen. Über Sport. Na gut, okay, ich helfe dir meinetwegen. Oh, guck mal, ich glaube, er hat noch gar kein Thema für sein Referat. Wie wär's denn? Wie werde ich der blödste Typ der ganzen Klasse? Oder wie wär's mit, wie passe ich im Unterricht am besten nie auf? Oh Mann, das passt so gut zu ihm. Oder vielleicht... Klamotten für Uncoole? Die Klamotten. Wie finde ich die uncoolsten Klamotten in jedem Store? Das sind doch richtig tolle Ideen. Ich glaube, da wäre Paul ganz, ganz gut. Jetzt schließlich hat er immer echt uncoole Klamotten an. Nicht so wie ich. Gemein, Lisa. Aber ich glaube, du hast doch ein bisschen verdient, Paul. Ganz ehrlich, was du letztens mit Lisa abgezogen hast, ging gar nicht. Ich weiß, sie ist ein kleiner Kaugummi und ich weiß, sie ist manchmal ein bisschen nervig. Was? Kaugummi? Ash? Und ich weiß, sie kommt auch ständig zu spät, aber das ging echt gar nicht. Du weißt ganz genau, wie wichtig ihre Klamotten sind. Also das hast du dir auch echt verdient.
Und ich habe auch immer noch keine neue Designerhose von dir. Meine Klamotten sind doch cool. Justus, helf mir. Ja, ihr solltet mal lieber euch ein Referatsthema aussuchen, ja, wie genau. Zum Beispiel... genau, komm Justus. Wie habe ich die schönsten Haare oder wie habe ich die schönsten Klamotten? Oder wie werde ich die zweitbeste Person in der Klasse? Denn die erste Person, die sitzt natürlich hier. Aber Justus, Moment mal. Du lässt mich schlecht dastehen. Hey, danke, Justus. Das war wohl mein Thema, die schönsten Haare. Ich habe nämlich auch ein neues Shampoo. Ist es jemandem aufgefallen? Ja, ich rieche dieses Parfum aus diesem Shampoo bis hier rüber. Und es riecht nach Kaugummi. Das riecht nach Erdbeermusi. Ja, kein Wunder. Ich rieche es bis hier rüber. Also, das war ja wirklich super nett von dir, Justus. Und deine Haare sind wirklich ganz süß. Auch wenn sie immer noch aussieht wie so ein... Ich kann dir das mal empfehlen. Es gibt nee, auch noch lass, Mango-Smoothie. Und es gibt auch noch Stracciatella, das wird gut zu dir anpassen. Aber mal ein anderes Thema. Wisst ihr eigentlich schon, wann wir das Jahrbuch bekommen? Weil ich in dem Anzug sah da schon ziemlich, ziemlich schick aus. Also da würde ich mich gerne nochmal drin sehen. Anzug, ja. Ich hatte auch den schicksten Anzug von mir, also meinen schicksten Sportanzug. Aber ganz ehrlich, das Foto war so okay. Ich meine, Herr Zahn hat uns zwar die Zone aufgeschlossen und so, aber da ging noch mehr. Nee, keine Ahnung. Interessiert mich ehrlicherweise auch nicht. Da sind doch nur Fotos von uns drin. Ich hätte gedacht, wir machen mal irgendeine coole Schülerzeitung, wo auch ein paar Geschichten oder so drinstehen. Aber nur ständig diese blöden, oberflächlichen Fotos. Gossip! Furchtbar. Wir könnten ja mal eine Schülerzeitung gründen, aber sicherlich nicht mit irgendwelchem Gossip. Nicht? Nein, definitiv nicht. Aber diese Schülerzeitung mit richtig viel Gossip, das könnte ich mir gut vorstellen. Komm schon, Ashley. Ich sag's jetzt ein allerletztes Mal, Lisa. Wenn dort ordentlich recherchierte Artikel drinstehen in der Zeitung, dann ja. Aber wir schreiben doch nicht irgend so ein Klatschblatt. Aber es ist doch einfach nur interessant, was alles so in der Schule abgeht. Ja, vielleicht schon. Aber das muss dann ordentlich recherchiert sein und schön aufgemacht vielleicht. Und mit Fotos. Ich würde mich von als Model zur Verfügung stellen. Ja, von mir aus. Aber wir brauchen dann noch einen Lehrer, der das betreut. Und wen von den Lehrern wollen wir denn dafür haben? Also, wir haben schon eine Schülerzeitung. Und die hat sehr viele gute Artikel, sehr viele schöne Fotos. Und die ist auch im internationalen Vergleich sehr angesehen. Wir haben eine Schülerzeitung? Bin ich denn da vertreten? Für dich interessiert sich sowieso keiner, Paul. Es tut mir leid. Obwohl, wenn ich mir das so überlege, die Geschichte mit dem Heiratsantrag, den du Lisa heute gemacht nee, hat. Nee, also das kommt auf keinen Fall rein. Aber sowas von. Also wenn, dann kommt das definitiv direkt aufs Titelblatt. Aber es soll nicht darum stehen, dass ich diejenige war, die diesen Antrag bekommen hat. Vielleicht können wir ja sagen, dass es jemand Mysteriöses war. Ja, vielleicht wird der Artikel dann spannender. Ja, ein mysteriöser Kopf. Leute, ihr unterschätzt, wie schwierig es ist, eine schöne, gute Schülerzeitung zu machen, so wie wir sie haben. Aber da will ich mich auch gar nicht weiter drüber aufregen. Aber ich glaube, wir sitzen jetzt hier schon und ich glaube, es kommt jetzt auch kein Lehrer mehr. Ich traue mich das jetzt gar nicht zu sagen, aber meint ihr, wir dürfen jetzt aufstehen und in die Pause gehen? Ja, Pause! Ey! Gruppenarbeit! Nein, und rat jetzt mal, wer alles in einem Team ist. Oh nein! Team 1! Und Justus. Oh, ich glaube, ich gehe wieder. Haben wir mit Justus gesprochen? Nee, du bleibst hier, Ich will nicht. Justus haben wir mit dem Team. Oh, das ist super, der macht alles. Hey Justus! Morgen! Ah, ja. Da seid ihr jetzt auch endlich mal. Also, Hallo Justus. Ja, hallo. Ja. Hey Justus. Ich hab schon gesehen, Gruppenarbeit. Ja, und ich bin schon die ganze Zeit hier, denn ich habe mich auch schon vorbereitet. Natürlich, weil ich mir natürlich denken konnte, dass ihr mal wieder nichts macht und ich mich nicht auf euch verlassen kann. Ach, das also, stimmt doch gar nicht, Justus. Ich hab jetzt hier schon mal eine Einleitung geschrieben. Ja, wie und sie ist. Und ich hab jetzt hier auch schon eine Mindmap gemacht. Super. Und da kann man sehen, da verläuft das so. Und ich möchte, dass du, Paul, diesen Part übernimmst. Deswegen schreibe ich auch ein P und da sollten wir dann alle zusammenarbeiten. Das ist super, Justus. Ey, ich liebe Frau Müllers Unterricht. So, okay. Wir sind ready für Gruppenarbeit. Also, wir losgehen. Justus, was hast du denn schon so?
Also, okay, wir müssen uns ja auf ein Thema einigen, Leute. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Gedanken gemacht. Also, wir werden ja im Fach Kunst das Thema aussuchen. Und da möchte ich natürlich was nehmen, was ein gewisses Niveau hat. Und da würde ich gerne. Soll ich mal TikTok zeigen? Guck mal. Nein, keine Ahnung, ich bin am TikTok gucken. Guck mal. Guck mal. Die sehr bedeutende Werke gemalt haben. Leute? Hört mir jemand zu? Ha, was? Was wirst du, Justus? Das ist ja mega süß. Ja. Was? Kunstepochen? Nee, voll langweilig das Thema. Nee, danke. Das kannst du alleine machen. Wenn ihr mir nicht zuhört, dann gehe ich zur Lehrerin. Justus, stopp. Warum willst du zur Lehrerin gehen? Weil sich das nicht gehört, dass ich hier die Aufgaben für uns alle mache und ihr in der Zeit irgendeinen Quatsch macht. Ja, Justus, du hast recht. Lisa. Okay, ja. Du hast ja recht. Wir sollten alle einbringen. Wir hören zu. Wir sollten vielleicht das Thema erstmal besprechen, weil ich finde das Thema ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Und da hört uns doch keiner zu, wenn wir über sowas reden. Es gibt so coole Themen, über die wir sprechen könnten. Ich meine, Kunst ist so ein breit gefächertes Fach. Wir können doch da alles Mögliche machen. Justus, ich muss leider Lisa und Ashley recht geben. Aber denk doch mal an den geschichtlichen Hintergrund. Der würde uns auch bestimmt ganz viele Extrapunkte geben. Weil der geschichtliche Hintergrund bei diesen Werken im 16. Jahrhundert sehr, sehr wichtig ist. Du hast schon recht, aber möchtest du, dass die Schüler und die Lehrerin einschlafen, oder? Ich möchte vor allem einen interessanten Vortrag machen. Ja, ganz ehrlich, lass uns doch erstmal alle gemeinsam das Thema bestimmen. Lisa, hast du denn vielleicht ein Thema? Wir könnten doch vielleicht ein Referat halten über die verschiedenen Make-up-Artists und ihre Kunstrichtungen. Und ich könnte mich auch zur Verfügung stellen, dass wir die Make-ups bei mir ausprobieren. Also ich habe ziemlich viel Make-up zu Hause. Also ich finde eigentlich, ist das eine ziemlich coole Idee. Ist mal ein bisschen neueres Thema und nicht irgendwas aus dem Mittelalter. Also, na gut, vielleicht hat ein bisschen das was miteinander zu tun. Ein bisschen? Make-up ist Kunst? Ihr habt einfach keine Ahnung. Nein, also Kunsthistorie ist schon spannender, aber... Nein, Moment mal. Leute, schaut mal. Ich weiß, Make-up hat was mit Kunst zu tun, aber es muss ja ein Thema sein, worüber wir alle reden können. Und ich weiß nichts über Make-up. Aber über was weißt du überhaupt irgendwas? Ich glaube, du kannst über überhaupt kein Thema reden außer Sport. Und das ist heute nur leider wirklich ja, gar nicht gefragt. Moment mal. Wie wär's, wenn wir über die Nationaltrikots reden? Weil das hat ja auch irgendwas mit Kunst zu tun, oder Justus? Trikots sind nur da zum Fußballspielen. Abgelehnt. Fashion Designs finde ich ist schon ein interessantes Thema, Paul, aber nicht vielleicht von Fußballtrikots, sondern von anderen Klamotten. Also ich wäre wirklich für das Make-up-Thema und ich finde, da gibt es so viele aktuelle Künstler, auf die wir uns da beziehen können, zum Beispiel Niki Tutorial. Ja, genau. Oder ich weiß nicht, wen haben wir denn noch? Ich hätte nie gedacht, dass Ashley und ich mal einer Meinung sind. Ja, ich allerdings auch. Niki Tutorial, wer ist das? Und warum erklärt ihr mir Kunstunterricht? Das muss doch Frau Müller machen. Die ist nie da und immer Gruppenarbeiten. Ich finde das aber auch gar nicht so schlimm, dass die ab und zu mal fehlt. Denn letztendlich sollten wir alle auch dafür selbst sorgen, dass wir unterrichtet werden. Und das heißt, dass wir eigenverantwortlich uns selber den Lernstoff drauf schaffen. Ja, aber bevor wir hier mit irgendwas anfangen, sollten wir vielleicht noch die Arbeit einteilen. Also wer kann hier was besonders gut und wer sollte deshalb was machen? Also vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wer präsentiert denn am Ende? Präsentieren? Das mache ich nicht. Justus, das machst du bestimmt nicht. Du redest zu viel. Du redest viel zu viel. Ich verplapperst dich total. Ja. Du machst immer die doppelte Redezeit. Ja, aber weil ich auch doppelt so schlau bin wie alle anderen. Wir haben aber nur eine halbe Stunde Zeit. Du redest zu viel. Ashley redet viel zu monoton. Du kannst überhaupt keinen Fachbegriff geradeaus aussprechen. Dann bleibt nur noch Lisa. Okay, Leute, ich kann das machen. Und über Make-up kann ich sowieso ziemlich gut reden. Ausgezeichnet. Ich mach, glaube ich, einfach nichts. Dachte ich mir so. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Plakat. Wer hat denn die schönste Schrift? Ich hab die schönste Schrift. Du schreibst erstens zu viel und Justus, zweitens... Das kann kein Mensch lesen. Danke. Meine Schrift kann auch niemand lesen und ich kann bestimmt keine Fachbegriffe schreiben, oder? Nee, also einen Fachbegriff kannst du definitiv nicht aufschreiben. Und ich glaube auch generell ist das nicht ganz so dein Ding. Also lass das lieber sein. Und ich präsentiere ja schon, also musst du das Plakat machen, Ashley. Lisa präsentiert. Du machst das Plakat. Jetzt brauchen wir nur noch jemand, der die Recherche betreibt und der das Handout macht. Ganz klarer Fall. Das... Ja. Justus. Das kannst du gerne machen. Okay, auf geht's mit der Recherche. Ja gut, dann fangen wir mal alle an und... Ich hol mir gleich mal Plakatpapier. Okay, du hast Plakatpapier und du bereitest schon mal auf das freie Sprechen vor. Und was mach ich? Ja gut, dann ich halt Justus bei der Recherche. Und zwar gucke ich,
Ich guck mal im Internet paar Sachen raus. Ich guck YouTube-Videos. So, okay. Hier ist der Platz. Ja, sorry, ich brauche halt Platz. Ich nehme mir das mal, ja? Hier, was mir eigentlich total fehlt und was jetzt noch viel besser funktioniert als vorher. Justus! Aua! Ja gut, hast du verdient, aber warum denn das riesige Plakat? Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch unser Referat vor. Ja, das ist gut. Das ist ein ganz gutes Video. Jetzt der wichtigste Teil. Die Überschrift. Die muss richtig cool aussehen. Okay. Okay, Leute, also das Plakat steht jetzt an der Seite, es ist fertig. Ich würde jetzt echt gerne endlich mal die Informationen drauf übertragen. Wie weit seid ihr denn? Justus, was hast du denn schon wieder alles aufgeschrieben? Das ist ja ein halber Roman. Achso, und Lisa ist gerade im Bad, die macht sich noch kurz frisch, weil sie hat irgendwie gelesen, dass das wohl beim Vortrag helfen soll, wenn man sich wohlfühlt. Keine Ahnung warum. Das stimmt. Damit man gut präsentieren kann, muss man selbstbewusst sein, weil man dann natürlich auch eine bessere Vortragsweise hat. Ja. Puh, ich bin total aufgeregt. Wie sehe ich aus? Nochmal Make-up machen. Ich glaube, so, dass ich das am besten kann von allen, aber ich bin so nervös. Hallo, hi. Hey, ich will euch heute was vorstellen. Heute halten wir ein Referat über Make-up. Und da bin ich natürlich die Expertin. Leute, was denn? Ich glaube, ich pack das nicht. Wie, du packst das? Was? Ich bin total nervös. Warum bist du nervös? Ich glaube, du musst das Referat halten. Fällt aus. Ashley kann das nicht machen. Definitiv nicht. Sie redet viel zu monoton. Erstens das und zweitens, du passt da am besten hin. Du bist doch meinst du? Ja, du bist mein kleiner Kaugummi, du kriegst das schnell hin. Du hast schon genug Arbeit mit dem Schreiben und alles Mögliche, mit den Infos raussuchen. Du, Lisa, ich bin das erste Mal ehrlich zu dir. Du schaffst das. Du brauchst nur ein bisschen Motivation. Wir machen vielleicht vorher erstmal 20 Hampelmänner, weil dann geht die Nervosität ein bisschen runter. Vielleicht auch 10 Liegestütze. Ich helfe dir. Ja, damit sie noch ein bisschen schwitzt vorher. Ja, weil, wenn du ein bisschen Sport machst, dann bist du vielleicht ein bisschen ruhiger und dann nicht geht das schon. Nicht jedem hilft Sport, Paul. Doch, glaub mir, mir hilft das und das wird auch nie sein. Nein, wird es nicht. Du willst doch nicht, dass mein Make-up dann total durcheinander gerät. Okay, da hast du recht. Oder die Haare. Die habe ich mir extra noch gerade neu gekämmt. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber Lisa, du bist so toll und du wirst das hinbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Danke. Was Nettes hat Paul ja noch nie zu mir gesagt, oder? Ja, ich will dann mal kurz mich übergeben. Habe ich dir schon mal gesagt, dass deine Haare total gut aussehen? Danke, Paul. Das schmeichelt mir irgendwie. Na gut, Leute, ich schaff das. Ich mach das für die Gruppe. Wo ist das Unterrichtsmaterial? Kommt sofort. Ich muss mich noch einlesen. Okay, super. Das Plakat steht da drüben. Da kannst du dann eigentlich gleich nochmal... Ich habe es versucht, sehr übersichtlich zu gestalten. Also du solltest das auf jeden Fall hinkriegen. Okay, das machen wir. Oh, wow, das ist verkehrt rum. Okay. Also, ich fange einfach mal an. Also, schön, dass ihr alle da seid. Wir stellen uns heute unser Thema vor. Das ist die moderne Make-up-Kunst. Und da haben wir ein schönes Plakat vorbereitet. Paul, das Plakat ist verkehrt rum. Ja, psst. Komm, Lisa, mach mal. Genau, wir haben das Ganze eingeteilt in drei Bereiche und ich fange als erstes daran an, darüber zu berichten, wie das Thema aufkam. Also, wie das Thema... Ja, das war unser Vortrag. Da haben Ashley und Justus, Paul und ich dran gearbeitet. Paul auch! Ich hatte ja nur Lisa gesprochen, aber ich finde, sie hat sehr frei gesprochen und sie haben Bilder bekommen. Danke! Dankeschön! Paul hat das Plakat die ganze Zeit gerade gehalten, das fand ich auch. Ja, sah ganz gut aus, oder? Ich fand das Plakat von denen ja, echt vielen gut. Dank. Paul, deine Muskeln sind echt stabil. Kevin! Ihr habt das sehr schön gemacht. Danke! Und ihr bekommt von mir eine glatte hast du das gehört? Ich hab's dir gesagt. Wir haben aber die beste Note bekommen. Ja, jetzt beruhig dich, das war doch klar. Ja, also, wenn man mit euch zusammenarbeitet, dann ist das nicht so klar. Aber meine gute Arbeit hat sich mal wieder ausgezahlt. Hast du gesehen, wie lange ich das Plakat gehalten habe? Also die Muskeln... Ja, war ein bisschen peinlich, aber hast du gut gemacht. Lisa, ich hab's dir doch gesagt, du kriegst das gut gelaufen. Super. Ich bin total beeindruckt.
Ich war lange nicht mehr so happy, muss ich sagen. Ich hatte noch nie eine Eins, glaube ich, in einem Referat. Echt nicht? Aber du hast es echt gut gemacht heute. Der Einzige, der es nicht so gut gemacht hat, war Paul. Ach komm schon, lass Paul in Ruhe. Der hat das auch gut gemacht. Ja, wir haben das alle gut gemacht. Der hat das Plakat verkehrt rumgehalten. Ach Quatsch. Wir haben alle eine Eins und das ist das Einzige, was zählt. Danke, Leute, aber ich will keine Gruppenarbeit mehr machen. Ich hasse Gruppenarbeiten.